Hallo und herzlich willkommen wieder bei Aragami. Wir haben die erste Folge hinter uns gebracht, beziehungsweise das erste Kapitel. Und sind gespannt, was uns jetzt erwartet. Hier ist Schatten. Alles noch ein bisschen Tutorial behaftet. Ah, es wird schon noch knifflig genug werden, habe ich die Vermutung. Kapitel 2: Der Ruf der Schatten. Also müssen wir in den Tempel dort. Boah, hier kann ja sofort irgendjemand in die Ecke kommen und nicht sehen, ne? Gehen dem einfach mal hinterher, ja. Ganz unauffällig. Unauffällig, sagte ich, im Schatten. Im Schatten liegen. Haben wir einen schlechter gesehen? Kommt jetzt einer in die Ecke? Nein, das ist der, der geht dort lang. Ja. In der ersten Folge haben wir schon mitbekommen, man kann auch sammeln, beziehungsweise Schriftrollen finden. Keine Ahnung, wie die alle sehen. Und wo die zu finden sind, ob die wirklich versteckt sind oder einfach so doch eher offensichtlich irgendwo sind. Jetzt geht der noch dort lang und der dort. Das ist auch noch einer. Wahnsinn. Geduckt, solange wir geduckt im Schatten sind. Oh. Wer hat das gemeint? Hat das ein Kollegen gefunden. Tja. Das war knapp. Wir sind jetzt auch noch zum Mal, ne? Hier sind jetzt auch noch zwei, die hier patrouillieren. Könnt ihr jetzt hier lang oder geht da der nächste? Das ist schon cool gemacht mit den Schatten. Bisschen immer vielleicht, aber. So, jetzt können die beide. Jetzt auch? Durch nicht. Hm.
Mich würde interessieren, ob es hiervon noch irgendwo eine Schriftrolle gibt. Aber wahrscheinlich eher noch nicht jetzt hier, oder? Es sieht schon cool aus, Mann. Es sieht wirklich cool aus. Ich liebe ja Japan sowieso über alles, deswegen auch ein bisschen das Spiel jetzt als erstes. Du siehst uns? Nein, du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht, habe ich gesagt. Sonst sehe ich dich. Und zwar tot. Tja. Oh, verdammt. Bis auf das wir entdeckt wurden, aber das meinte ich gar nicht. Gibt es hier noch andere Geister? Glaube ich hoch, wa? Nein? Nicht. Dann bleibt er erstmal dort. Ach, hier ist einer. Versuchen wir das Ganze mal ein bisschen mehr sneaky. Wo geht der jetzt hin? Da lang. Man kann sich halt nicht in die Schatten der Person teleportieren. Das wäre natürlich cool. Da kommt noch einer. Komm, dreh nicht rum. Willst du uns etwas wieder sehen? Ich glaube nicht. Einmal haben wir festgestellt, hier gibt es eigentlich nichts zu holen. Eigentlich können wir dann das passiert, wenn wir ins Wasser gehen. Ich muss jetzt erst mal. Eigentlich können wir dann direkt schon mal hier reingehen. Kommen wir jetzt überhaupt hier rein? Ach nein, dort. Dort hoch müssen wir dann, oder? Ja. Finde das Tier. Folge dem Orden. Na toll. Oh, wo ist der Orbe hin? Wahrscheinlich raus, oder? Da ist er. Boah, sieht es cool aus.
Nein! Jetzt hat er irgendwie mit der Zielerfassung was zu erkennen gehabt. Das ist viel, viel besser. Ah, hier ist kein Ziel. So. Schön. Ach, eigentlich. Ich vergaß. Wir können ja unseren eigenen Schatten machen. Geh doch. Sarma, diese Rabe. Das Geräusch, was sie bedeuten, ist einfach nur so. Na, ich glaube nicht. Sehe ich nur, dass wir im Schatten sind. Einfach nur. Random. Diese Visionen, was bedeuten sie? Ich weiß es nicht. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich dort. Was habe ich benutzt? Ist das Lichtessenz? Wenn du schon die Schattenessenz benutzt, kannst du kein Lichtgeweihter sein. Und du wurdest erst heute Abend geboren, weißt du noch? Ja. Aber wenn ich keine Erinnerung sehe, was sehe ich dann? Wessen Traumbilder sind das? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt uns auf dem Weg in der Stadt eine Idee. Ja. Gut. Und wie kann uns der Rabe helfen? Er hat die Kai im Auge behalten. Er sollte uns zu dem Talisman entführen können. Talisman? Das magische Siegel, mit dem die Kai mich gefangen genommen haben, zieht seine Kraft aus 6 Talismanen. Wir müssen sie alle finden, um das Siegel zu brechen. Wir brauchen sie also alle, bevor wir dich retten können. Ja. Und dank des Raben werden wir nicht die ganze Nacht für die Suche brauchen. Hoffentlich. Nun gut. Wie er da immer so einen Ball hinwirft aus Schatten. So. Was haben wir denn hier? Da sind 2. Einer steht, einer patrouilliert dort. Dort ist einer. Die schauen sich halt gegenseitig an wahrscheinlich, oder? Schön. Dorthin? Ja. Dorthin? Ja.
schon mal auf alle Fälle den schon mal mitnehmen. Steht da noch jemand? Nee, eigentlich nicht. Ciao. Ja, hoch. Können wir dort auch? Ne, können wir nicht. Können wir dort drauf? Tatsächlich. Felsen. Die Felsen, ne? Nein, verdammt. Sieht er ihn jetzt? Reicht nicht. Wo ist der dort? Der ist dort oben. Der sieht ihn dann halt 100 Pro. Doof. So, ich würde sagen, wir schleichen uns einfach mal an allen vorbei. Es soll ja schließlich auch gehen. Das war aber Glück, dass er jetzt nicht erstand wurde. Das ist noch ein. Und so schnell sind wir oben. Schau. Hier gibt es eine Schriftrolle. Ah. Ah, es gibt Fähigkeitspunkte anscheinend. Den nehmen wir auch noch mit. Gibt's hier unten noch eine Schriftrolle? Ich glaube nicht. So, zack. Keine Essenz mehr. Eine kleine Seitengasse. Und hier gibt es wieder eine Schriftrolle. Ein unvergebener Fähigkeitspunkt. Das gefällt mir. Die Frage ist nur, wo können wir die ausrüsten? Zwei von vier. Schade. Also wir sollten uns doch mehr umschauen. Wenn ich manchmal so darüber gucke.
Antwort ist OBS gerade in dem Alf. Da schaue ich halt, ob alles läuft und Aufnahmelänge und so weiter. So. Also, bevor wir das nächste Kapitel angehen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Seid ihr denn da bald mal fertig mit Unterhalten? Also, bevor wir den ersten Saal jetzt mal suchen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.